So. Du kannst ruhig dein Schwert auf ihn anwenden. Na komm, stirb endlich. Okay, beide Tiere sind ausgeschalten. Itomak und Fenris. Ach, und die Leute sind verengt. Wie ist Palegina jetzt gefallen? Feld der Abneigung. Könntet ihr den bitte nicht töten? Es wird doch nicht so schwer sein, einen einzelnen Gegner tot zu kriegen. Na, dankeschön. Wurde auch endlich Zeit. Das war ein lausiger Drache. Right. They shall see nothing while I see much. Okay, es war halt ein stärkerer Jungdrache. So, nicht so wie der da. Die haben komische Sterbeanimationen übrigens. Siedlerpfeil und Adventswirt. Oh. Und ein paar von der Sorte. Ihr könnt schon ruhig mit draufballern. Okay. Ein Haufen Xaurips. Mal wieder. I'm on the trail. Was ist das für eine Höhle? Der Rand des Höhleneingangs ist rußgeschwärzt. Das ist wohl eine Drachenhöhle. Blutmoos. Mhm. Okay. Guckt, wir haben den schon auch verletzt bekommen. Niedergeschlagen ist er auch. Der war gerade eben leichter als sein Genosse von vorhin. Perlholz-Steilufer. Na also. Geringe Flammenfäule. Let's go. Okay, du kontrollierst den Jungdrachen. So, solange der kontrolliert ist, kann der helfen beim Töten. Und jetzt müssen wir ihn töten. Ja, wenn wir ihn umhauen, das ist sehr gut. Okay, wenn er uns alle umhaut, ist das nicht so gut. Gut, wir haben ihn erledigt. So. Das heißt eigentlich, wir sind einmal rum und herum. Es fehlt nur noch die Mitte und die Drachenhöhle oben. Wobei ich mal schätze, dass wir in der Drachenhöhle Mama Drache finden werden. Was nicht so gut ist. Ich will mal gucken, was in der Mitte ist. Ob in der Mitte nur Xaurips sind oder ob da auch Drachen sind. Ja. Deswegen schicke ich nur meinen Schleichmeister vor.
In der Mitte ist nur ein saure Priester. Wow. Hey. Okay. So viel zu dem. Das heißt, was war das gerade für ein... Ah, oh, noch ein saure Priester. Oh, mit einer Flammenfäule. Ich frage mich, ob Flammenfäule empfindlich gegen Eisschaden ist. Ah, ja, so einigermaßen. Mann, geben uns die Tiere böse Geräusche von sich. So, Blutmoos. Ja, das war's tatsächlich mit dem Gebiet. Der Tunnel erstreckt sich so weit in die Tiefe, wie das Auge sehen kann. Das kristallklare Wasser ist absolut durchsichtig. Oh, cool. Das ist also ein riesiges Lavabecken, wenn man es so sieht. Das sind alles riesige Lavabecken. Also ich will nicht wissen, wie heiß das Wasser da drin ist. So, Perlholz-Steilufer. Hm? Oh, und ich sollte mal dran denken, Lebensmittel zu benutzen. Ich sollte mal wieder was kochen. Ich habe ja genug Zutaten jetzt hoffentlich. Gucken wir mal. Handwerk, Nahrung. Bauernaufstrich. Könnte ich 4 Stück machen. Bewegungsgeschwindigkeit und Macht. Dunkle Rautai-Pastete. Rautai-Süßpastete. Ich kann Bauernaufstrich herstellen. Mal 4 Stück. So. Oh, wir haben ja schon Bauernaufstrich. Okay. Mal gucken, wie schlimm dieses Gebiet hier ist. Es scheint schon mal nicht sehr groß zu sein. Do these look like the cliffs from your vision? Ja, seht sie. Oh. Nein, das kriegen wir nicht hin. Obwohl. So, solange wir ein Drachen unter Kontrolle halten können. So, die Xaurips sind schon mal alle weg. Fast alle. Durals, mach mal die Heilung an. So, Palegina, schlag mal ordentlich drauf. Markiert das Vieh. Markiert das Vieh. Und der hat eifrige Ausdauer. Das kann garstig sein. Mach mal eine Heilung. Sicher ist sicher. Ja, wenn sie eifrige Ausdauer anhaben, dann sind sie richtig garstig, die Viecher. Deswegen machen wir Verletzungspfeile auf das Vieh. Okay. Sehr gut. Kann alles mit. Your thoughts must flow deeply indeed. Du solltest dich mal selber heilen. Kriegst du 19% deiner Lebenspunkte wieder zurück. Ich finde es gut, dass sie das auf Prozente gemacht haben jetzt und nicht mehr auf Punkte. So. Ich
muss übrigens gerade mal überlegen, mit welchen Chars ich noch nicht geredet habe. Ja. Also richtig geredet. Mit Palegina, der Mutter und diesem... Ja. Druiden, dessen Namen ich noch nicht, mir noch nicht richtig gemerkt habe. Ein Waldlaurer. My mind feels sharpest. Und das ist Windfäule. Naja, Windfäule scheint nicht besonders stark zu sein. Der da hingegen ist böse. Edda haut das Vieh mal um. Genau, dankeschön. Oh, das war knapp jetzt. Warum muss hier ein Waldlaurer patrouillieren? Kann mir das beider sagen? Hier ist ein Stein. Oh. Eine kräftige Brise lässt deine Kleider flattern, als du dich der Kante näherst. Ein Höhleneingang klafft in der Klippe, er liegt nur gute 3 Meter unter dir. Doch der verwitterte Fels ist zu glatt, um hinabzusteigen. In der Nähe des Abhangs liegt ein großer Felsen, er wirkt massiv und robust. Gehen wir mal kurz weg. Da unten sehen wir, glaube ich, die Höhle sogar. I'm on the trail. Nein, ich gucke mich hier erstmal weiter um. Sein muss man hier nochmal ein Quicksave. Die Leute sehen noch einigermaßen okay aus. Also Edda hat noch die Hälfte seiner Lebenspunkte. Ja, etwas mehr als die Hälfte. Also können wir uns hier ruhig noch Stück für Stück umsehen, bevor ich mich mit der Seele und der Höhle befasse. Flinke Füße Trank. Warum hast du einen Schlapphut und einen Kettenpanzer bei dir? Ups, deswegen, hä? Hast du schon einen flinke Füße Trank? Nein, hast du noch nicht. So, die Sachen können mal weg. Will ich mich mit noch einem Jungdrachen anlegen? Er ist nicht alleine. Und da ist ein Waldlaurer. Die Waldlaurer, die patrouillieren hier, hä? Huh? Einzelne Waldlaurer sind keine Probleme. Let's go! Drachen und Xauribs sind schon eher Probleme. Da muss ich mal wirklich... Ah, ich versuche mal ein bisschen was an meine Ausrüstung zu verballern. Gegen die Drachen und die Xauribs. Also zum einen gebe ich den beiden was zu trinken. Dann kriegen die beide einen Bauernschmaus. So. Edda trinkt Trank der Macht. Palegina trinkt Trank des gnadenlosen Starrens. Er hat kritischer Treffererhöhung. Okay. Trank der Eisenhaut. Trank des unheimlichen Schützens und flinke Füße können auch getrunken werden, ja. Dann, wenn wir im Kampf sind. Oder können wir die schon außerhalb des Kampfes trinken? Nein, können wir nicht. Ja. Okay. Angriff. Jetzt sind wir im Kampf. Das heißt, du kontrollierst mal den. Edda trinkt den Trank. Palegina den Trank. Ich rufe einfach mal irgendwelche Waldkäfer herbei. Genauso wie Sagani. So. Jetzt gucken wir mal, wie das klappt. So. Erstmal der Jungdrache hier weg.
bevor der zweite genau wieder aggressiv wird. Ihr beiden könnt den Hohenpriester fressen. Durenz, mach mal das hier. Du, mach mal das.